Deutschlands Schlagerradio. Radio B2, Chefsache, Macher im Gespräch. Herzlich willkommen. Mein Gast heute wurde am 29. Dezember 1966 in Karlsruhe geboren. Der Opermusiker, der Papamusiker, sie wurde Schauspielerin. Wir kennen sie aus dem Kino, Fernsehen und von den Theaterbrettern. Sie hat eine Vorliebe für Literatur und leiht auch Hörbüchern ihre Stimme. Ich begrüße Alexandra Kamp. Ja, einen schönen guten Tag, lieber Oliver. Alexandra, du bist eine gute Vorleserin. Für die Stiftung machst du für Groß und Klein immer wieder eine große Freude für die Stiftung Lesen. Welches Buch liegt bei dir auf dem Nachttisch? Im Moment liegt bei mir tatsächlich mein Theaterstück, mein aktuelles, auf dem Nachttisch. Und nicht auf dem Nachttisch, sondern unter den Kissen. Gut gegen Nordwind und die Fortsetzung Alle sieben Wellen, weil ich da auch ein bisschen noch abergläubisch bin aus der Schulzeit. Also wenn man vor einer Prüfung stand, dann hat man sich die Mathematikhefte oder die Grammatikhefte unter das Kissen gelegt und hat das ganz gut funktioniert. Und weil das bis jetzt immer gut funktioniert hat, habe ich Angst, es auch im hohen Alter zu lassen. Im hohen Alter, na sag mal, liest du denn deinem Freund vor als begabte und begeisterte Vorleserin? Ich habe ihm tatsächlich schon für längere Autofahrten Hörbücher eingesprochen, also Geschichten seiner Lieblingsgeschichten. Aber prinzipiell ist er bei so vielen Aufführungen dabei, dass er dann privat dann auch mal, glaube ich, ganz froh ist, wenn er… Wenn Alex mal schweigt oder so. Ja, ich schweige sehr gerne übrigens. Ehrlich? Privat bin ich sehr, 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 sehr ruhig. Und ich mag eigentlich auch keine Radiointerviews. Warum? Warum nicht? Weil ich gerne, wenn ich privat bin, die Klappe halte. Na, jetzt sind wir ja quasi auch privat. Wir beide hier total, ganz wir und ganz viele alleine. Millionen Zuhörer und Zuschauer bei YouTube. Ne? Ja, das ist ja irgendwo, finde ich, total sympathisch, weil es noch so geerdet ist. Viele andere Schauspieler sind ja wirklich froh, wenn sie vors Mikrofon und vor die Kamera kommen. Manche sind ja so eitel, wenn die Ampel auf Rot schaltet, sagen die guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist ja super. Den kannte ich noch. Ich habe sofort Bilder von Kollegen im Kopf. Bist du? Ja. Bist du schüchtern? Ich glaube, im Grunde meines Herzens bin ich schüchtern, ja. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich Schauspielerin geworden bin, um eine gewisse Schüchternheit vielleicht mit überbrücken zu können. Und tatsächlich, also je älter ich werde, desto weniger mag ich auch öffentliche Veranstaltungen, rote Teppiche, mich aufbrezeln müssen für Events, das mag ich immer weniger und deswegen gehe ich auch immer weniger weg und freue mich, wenn ich auf der eigenen Couch liegen darf. Ja, das finde ich schön. Couch-Potato bin ich auch des Öfteren. Also wenn Sie Alexandra Kamp übrigens mal ganz authentisch, natürlich, ungeschminkt sehen möchten, im Video bei YouTube, ist das nachzuvollziehen. Absolut, ist auch sehr, sehr nett, dass ich das erst hier erfahren habe, dass ich auch noch aufgenommen bin. Ich habe mich so gefreut, Alexandra, super, kannst aus dem Haus gehen, hast deine Schlumpfklamotten an und musst dich nicht schminken, sieht ja keiner. Und dann sagte Herr Dunk, ja, es ist okay, dass es bei YouTube gezeigt wird, oder? Genau. Jetzt habe ich den Salat. Du hast zum Glück ja gesagt. Alexandra Kamp, Schauspielerin, mein Gast bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Deutschlands Schlagerradio. Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Die Schauspielerin Alexandra Kamp ist bei mir. Sie hat augenscheinlich gute Laune. Noch. Das, noch. Mal gucken. Was macht dir schlechte Laune? Schlechtes Essen. Unfreundliche Menschen. Rassisten. Neonazis. Ja. Und schlechtes Essen, du kochst auch selber, oder? Ich bin leidenschaftliche Köchin und wie mir gesagt wird, wohl auch eine sehr gute. Das liegt sicherlich auch daran, dass Oma eine tolle Köchin war und mein Vater, der nicht mehr lebt, ein toller Koch war und meine Mama eine ganz fantastische Köchin ist und mein Kinderzimmer direkt neben der Küche lag. Ach, guck mal. Da und ich sehr, sehr gerne und viel, viel reise und gerne Rezepte von überall her mitbringe. Mama Marietta war auch Schauspielerin. Mhm. Hat sie dir quasi das mit in die Wiege gegeben? Naja, meine beiden Eltern haben sich auf der Schauspielschule bei der Frese in Hamburg kennengelernt und dann ist aber die kleine Alexandra sehr schnell auf die Welt gekommen und dann war meine Mama mit Brutaufsicht, ah, das ist ein schönes Wort, ich hatte zwei Bilder im Kopf, Aufsicht und Aufzucht, Brutaufzucht zu tun und hat
nicht lange in ihrem Beruf gearbeitet, weil sie eben dann sich um ihre Tochter gekümmert hat. Aber mein Vater war als Schauspieler sehr erfolgreich und eben dann auch als Sänger sehr erfolgreich. Bei Familie Hasselbach, das war eine Serie. 60er Jahre. Genau, da hat er zum Beispiel mitgespielt und danach viele tolle Songs rausgebracht, die teilweise auch Nummer 1 waren in Deutschland. Genau, das war so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ich habe es gar nicht gewusst. Peter Griffin, ja, in den Diskotheken lief das wirklich hoch und runter. Und ich glaube, wenn ich in den Keller zu Hause gehe, habe ich sogar noch seine Singles. Und auf den Fotos, Ende der 70er, gut, da war er natürlich auch deutlich jünger, inzwischen ist er leider verstorben, sah der wirklich aus wie so ein 19-Jähriger. Dabei hatte der auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja, also das, ja, noch rennt das in der Familie, das finde ich gut. Ja, das auch das ist weiter vererbt. Und das musikalische Talent hat dein Papa wiederum von seinem Opa bekommen, also von seinem Vater bekommen, ja, der ein ganz berühmtes Musikstück geschrieben hat. Erzähl uns, Hildegard Knef ist das Stichwort. Ja, Hildegard Knef hat ganz wundervoll, ich habe so Heimweh nach dem Kurfürstendamm, eingesungen. Und es gibt keine, die das schöner singen kann als sie. Und das, ich weiß nicht, ob es 48 war. Bobby Kamp. Also Bobby Kamp hat diesen Hit geschrieben. Und deine Großeltern haben ja auch einen ganz besonderen Bezug zu Berlin. Du lebst inzwischen im Stadtteil Schöneberg. Die haben in Berlin in der Gedächtniskirche geheiratet. Und da passt ja auch so schön dieses Heimweh nach dem Kurfürstendamm, Gedächtniskirche, Kudamm, Tauentzien. Irre, ne? Wie sich dann manche Dinge doch später im Leben fügen. Ist Berlin inzwischen gefühlte Heimat? Du bist ja in Baden-Baden groß geworden. Es gibt doch, von Jean-Paul Young ist, glaube ich, der Song, die Heimat ist da, wohin immer ich meinen Hut hinlege. Also ich bin eigentlich ein Baden-Badener Kind und kenne jedes Blümlein und jedes Gräslein in meinem Schwarzwald und fühle, sobald ich dort im Hauptbahnhof in den Bus steige, ich fahre gerne Bus, weil ich dann mitbekomme, wie der Tagesablauf der Badener an dem heutigen Tage ist, dann fühle ich mich auch gleich wieder zu Hause. Aber nach 4 Tagen fällt mir dann schon wieder der Badener Himmel. Ja, also es ist mir dann schon wieder zu viel, weil es dann doch im Endeffekt auch eine Kleinstadt ist. Ja. Und was ich schon immer nicht ertragen konnte, war der Satz, das haben wir immer schon so gemacht. Also das ist etwas, da geht bei mir wirklich das Klappmesser in der Tasche auf, wenn dieses nicht weiter über den Tellerrand hinausgucken können, sondern immer sagen, ja, wieso soll man denn da was ändern? Und da ist Berlin natürlich schon ganz anders. Ja, da kann ich dir eine witzige Geschichte erzählen zu diesem Hammer immer schon so gemacht. Ich habe mal mit 15, 16 Jahren Industriekaufmann gelernt und da gab es eine Buchhalterin, ich fand die so unglaublich furchtbar autoritär und die hat mir eine Aufgabe gegeben. Und ich habe die Aufgabe gelöst, aber ganz anders und 2 Stunden schneller. Wow. Und dann hat sie gesagt, das gefällt mir nicht, wir haben es immer schon seit 1945 so und so gemacht. Nein. Dann habe ich gesagt, mit 16, 17, dann machen wir es ab heute anders. Ja, sehr gute Antwort. Ja, dann hat sie sich umgedreht und hat mich angeblöckt und hat gesagt, Sie werden nochmal Chef. Ach. Guck mal, die hatte sibyllinische Fähigkeiten, ja, also sehr gut. Wahrsagerische Fähigkeiten. Ja, sehr gut. Ja. Und es gibt Persönlichkeiten, damit meine ich Menschen, die anders gepolt sind, die sich dann eben durch so einen Satz verunsichern lassen und ihre Möglichkeiten gar nicht ausschöpfen können. Und das finde ich sehr, sehr, sowas zum Beispiel macht mir auch schlechte Laune, wenn ich so etwas mitbekomme. Bist du ein kleiner Rebell, also gegen den Strich gebürstet? Ich bin Feuerpferd im chinesischen Sternzeichen. Die gibt es nur alle 66 Jahre. Die wurden im Wasser untergetaucht, tunkt, bis sie nicht mehr atmen konnten, weil sie einfach sich, Nein heißt nicht immer Nein. Mhm. So, und ich lasse mir auch nicht alles gefallen. Das hat mir in der Vergangenheit sicherlich auch das ein oder andere mal geschadet, aber so bin ich nun mal und so fühle ich mich auch wohl. Ja. Kannst du dich an Regeln halten? Ja, natürlich. Ja. Oder ist das so nach dem Motto, ist mir scheißegal, was Nein, natürlich. Also wenn fürs Gemeinwohl, natürlich kann ich das. Regeln brechen gerne, wenn es im kreativen Bereich ist. Aber nicht, gut, ich gehe öfter mal über die rote Ampel. Das ja. Okay, also so gehst du über die rote Ampel. Ich habe es gehört. Das ist nicht gut. Das mache ich auf keinen Fall, wenn Kinder dabei sind. Ja, das ist gut. Oder Hunde. Ne? Das sollte man auf keinen Fall. Ja, die gehen da dann auch. Das ist ja nicht sehr gut. Ich sag mal, und wo hat es dir schon mal geschadet? Och, im Beruflichen, da bin ich mal gegen einen Senderchef vorgegangen, der unterirdisch
Unterirdisch war, das kann man auch alles nachlesen. Und da wurde ich sehr bestraft. Da wurde ich dann sogar aus der Sendung geworfen. Und unterirdisch, also erklär es mir. Weil nee, es ist jetzt so lange her, aber es ist sehr schön, dass dieses Krokodilgesicht jetzt nichts mehr auf die Reihe kriegt. Also der war anzüglich oder? Er war alles. Er war alles. Aber Sprung. MeToo, Hashtag, MeToo, weiter. Zu MeToo habe ich nachher trotzdem noch mal eine Frage. Mhm. Wir machen eine kurze Pause und hören dieses Lied, obwohl du mehr Heimweh nach dem Schwarzwald hast. Ich habe so Heimweh nach dem Kurfürstendamm von deinem Opa geschrieben. Oh, das von ist aber schön. Da Hildegard Knef bei Radio B2. Alexandra freut sich, sehr schön. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Den spitzen Themen sehr gerne. Ja, Alexandra Kamp ist gut gerüstet. Mit einer Haarnadel bedroht sie mich. Gar ist das, nicht. Ist das Zerstreuung, Ablenkung, Aufregung? Ich habe eine Haarnadel, man sollte es nicht glauben, aber ich habe tatsächlich diese Haarnadel eben vorhin im Haar gehabt. Aber dadurch, dass ich jetzt, eine ganz einfache Erklärung, lieber Oliver, da ich jetzt die Kopfhörer aufhabe, würde mir diese Haarnadel ins Gehirn gedrückt werden. Das möchte ich. Und das möchte ich nicht. Deswegen habe ich sie jetzt in der Hand und spiele ein bisschen damit. Okay. Du hast das Schauspielhandwerk in New York gelernt, also aus Baden-Baden in die große, weite Welt. Und das war nicht einfach so zu sagen, ich gehe jetzt zu Lee Strasberg und mache da meine Schauspielschule. Du musstest ja irgendwie über die Runden kommen und hast wirklich ganz bodenständig auch geackert. Ja, es ist nicht Lee Strasberg, wie es in Wikipedia steht, sondern es ist die Stella Adler Acting School, hat aber genauso ein Renommee. Ich habe schon im Kindertheater in der Schule, im Richard-Wagner-Gymnasium, habe ich schon Theater gespielt. Und ich habe da sicherlich die Schauspielfreude von meinen Eltern mit in die Wiege gelegt bekommen und spiele, seitdem ich denken kann, Theater. Also es gab wunderbares Kindertheater, da war ich glaube schon mit 5 oder 6 in Baden-Baden und habe seitdem nicht aufgehört. Und dann kam Lee Strasberg und diese andere da. Ich sage immer, Obacht, Vorsicht, nicht bei Wikipedia reingucken, weil da steht nur Quatsch. Da steht so in Wikipedia, da kann jeder Künstler Dein Geburtsdatum stimmte aber auf jeden Fall. Das Geburtsdatum und dann das stimmt. Okay, aber, also aber in New York Schauspielschule gemacht und musstest deinen Lebensunterhalt finanzieren und hast als Model gearbeitet, unter anderem für Paco Rabanne. Mhm, Paco Rabanne, dann, Christian Dior, Gianfranco Ferré. Hat die Laufstegarbeit. Also die Modenschauen haben mir mehr Spaß gemacht, weil die auch immer mit Bewegung und Musik zu tun hatten. Mehr als das Posieren vor der Kamera. Ja. Aber schön ist ja, dass ich mit 51 Jahren trotzdem es ist nicht alles immer gut, was aus Amerika kommt, aber was definitiv gut ist, was aus Amerika kommt, ist, dass Frauen jenseits der 40 eine Daseinsberechtigung haben und vermehrt à la Jane Fonda in der Werbung eingesetzt werden, weil es mittlerweile, glaube ich, der letzte Depp mitbekommen hat, dass die Fotos, die zum Beispiel bei Instagram gepostet werden, was wir alles heute mit unseren Telefonen, was wir retuschieren, machen, tun können, also macht es dann einfach Freude und so sehe ich mich auch als jemand, der Dinge kauft, macht mir Freude, eine Frau zu sehen in meinem Alter, von der ich weiß, das ist jetzt kein Mädchen, 19-jähriges Mädchen, das behauptet, nur durch diese Körpercreme, diese tolle, pralle Haut zu haben, sondern da weiß ich einfach, ich habe deren Filme gesehen und das so retuschiert können die nicht sein, weil es würde ein wahnsinniges Geld kosten. Jetzt sitzt du bei uns hier im Studio vollkommen ungeschminkt mit einer jugendlichen Haut für eine Anfang 50-Jährige. Dankeschön. Sieht cool aus. Gibt es da ein Geheimrezept? Ja, einfach sich nichts ins Gesicht schmieren, außer Kokosfett. Und zwar genau das, mit dem man auch kocht. Und das habe ich auch in meinen Haaren. Ist kein Gag. Ist wirklich super, ja. Ja, einfach nicht die Haut überfrachten. Und ich kann durchaus. Ja, genau, da ist nichts. Also da ist hier nichts, kann man wunderbar sehen, dass da nichts gezogen, nicht sehen, und gespannt. Dass einfach die Haut nicht, dass die atmet. Und dadurch, dass ich auf der Bühne ja Make-up trage, bin ich so froh, wenn ich privat wirklich nichts drauf habe. Und die Haut gewöhnt sich auch dran. Also sie kann man eigentlich immer ganz gut so im Sommer merken, wenn man dann doch sich abends eincremt. Also gebe niemals Körpercreme auf meine Haut. Nur im Sommer nach dem Sonnenbaden. Ja. Und dann merke ich so, das habe ich 3-4 Tage gemacht und dann will die Haut mehr und mehr und mehr und dann muss ich sie wieder entwöhnen.
Also sieht man, oder wir kennen alle die Süchtigkeit. Klar. Von diese Lippenpflegestifte, die, ne? Wenn man da einmal mit angefangen hat, dann kann man damit nicht mehr aufhören und dann muss man das aber durchbrechen und dann braucht man das eben nicht mehr. Genauso mit Creme. Diese Grimassen, die du gerade gezogen hast, da fällt mir dieser Satz ein, den du mal gesagt hast, ein Model muss nur 3 Gesichtsausdrücke beherrschen. Welche sind das? Also das ist Duckface, genau, das Unschuldige. Und was noch? Und das Fesche, Fesche ist auch so ein schöner Ausdruck, das Fesche. Ja. Das Fesche. Ja, das bringt natürlich jetzt im Radio nicht so viel, dafür müssen Sie muss man bei YouTube, Radio bei YouTube reingucken, ja, diese 3 Ausdrücke. Genau. Deine Kinopremiere, das Kinodebüt mit einer großen Schauspielerin, Claudia Cardinale. Ja. Das ist eine italienische Ikone. Auf jeden Fall. Und das war eine wunderschöne Arbeit mit ihr, weil sie so entspannt und auf dem Boden geblieben ist. Und eine so wunderbare, nette Kollegin habe ich eigentlich danach selten erlebt. Ja. Und Leslie Nielsen war auch ganz wundervoll in der Zusammenarbeit. Sehr, sehr, sehr freundlich, sehr zuvorkommend, sehr kollegial, ja. Und sehr lustig auch privat. Es gibt aber auch Leute, die magst du gar nicht. Steven Seagal zum Beispiel, den fandst du ganz furchtbar. Warum? Ja, das sind so, weil er den Maskenbildnerin unter die Röcke gegangen ist. Hashtag MeToo. Also dafür müssen wir dann vielleicht mal eine ganze Sendung machen, aber das wäre jetzt zu kurz. Er hat sich nicht richtig verhalten. Ja. Hashtag MeToo, hast du gesagt, Hollywood nach Harvey Weinstein. Schauspielerin mit Hollywood-Erfahrung, gab es eigentlich während der Karriere so eindeutige Angebote? Ja, sehr viele und sehr viele in Deutschland, ja. Ach, in Deutschland auch? Ja, aber ich habe mich aus der Diskussion, die Gott sei Dank angeregt wurde vor einigen Monaten, habe ich mich rausgehalten, weil ich auf keinen Fall möchte, dass, was nämlich anderen Kolleginnen passiert ist, dass, das heißt, die sagt ja jetzt nur was, um dann in der Presse zu stehen. Ja. Und das da auf gar keinen Fall. Deswegen können wir das Thema hier jetzt auch abhaken. Genau, aber ich meine trotzdem, als Mann und der langen Führungsposition, weil ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, wie blöd ich mir vorkommen würde, einer Frau zu sagen, also wir gehen dann mal heute Abend schön essen, bla bla bla, und den Zimmerschlüssel rüberschieben oder wie auch immer das läuft. Ich finde es irgendwie befremdlich. Ja, das ist, Gott sei Dank gibt es ja dann so Männer wie du, die auch anders denken. Ja, vielleicht bin ich da auch zu naiv. Ja? Also das ist ja so, man kann doch nicht. Ja, klar. Hm. Alexandra Kamp, Schauspielerin, mein Gast bei Radio B2. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Was für ein Sternzeichen? Löwe. Löwe. Du Steinbock. Mhm. Ich Steinbock, du Löwe. Du Steinbock, ich Löwe. Ist das ein gutes, ist der Löwe was Gutes für jemand, der, was hast du gesagt, du bist ein Feuer? Feuerpferd. Ja, das ist nicht die chinesischen und die. Ja, ich bin Hase im Chinesischen. Ah, ja. Das weiß ich nicht, wie Hase und Feuerpferd. Ja, aber Löwe, was sagt sein, man, was, kennst du dich damit aus? Was sagt man über den Löwen? Sollen wir einen Piepton sehen? Nein, ich kann mit Löwe-Frauen kann ich sehr gut, Löwe-Männer kenne ich nicht so viele. Ja, naja, jetzt kennst du einen. Ja, kennst du alle. Genau, Alexandra Kamm, Schauspielerin, mein Gast bei Radio B2. Alexandra und das Theater, wir haben schon ein bisschen gehört, du bist ja im wahrsten Sinne des Wortes vielfältig, ohne viele Falten zu haben. Das ist, ich meine, woher kommt das Wort? Du hast ja in großartigen Stücken gespielt, Brünnhild im gefeierten Theaterstück Glut von Albert Ostermeier bei den Nibelungenfestspielen in Worms, in Berlin Gut gegen Nordwind im Schlossparktheater jüngst. Was reizt dich am Theater? Die unmittelbare Nähe mit dem Zuschauer, demjenigen, der den Abend mit dir auf der Bühne verbringt. Wenn man einen Film macht, oder dann sieht man das Ergebnis oft erst 1 oder 2 Jahre später. Mhm. Und dann, ich wiederhole mich, also einfach die unmittelbare Nähe
mit den Zuschauern. Ja, ist auch eine andere Anstrengung, oder? Du musst ja wirklich am Stück 2 Stunden präsent sein. Da ist mal nicht, jetzt drehen wir mal hier 30 Sekunden oder 90 Sekunden irgendeine Szene. Das braucht auch nochmal eine ganz andere Konzentration und ganz anderes Standing, ne? Ganz andere Konzentration, die aber viel mehr Spaß macht. Also ich liebe zum Beispiel Gut gegen Nordwind, Alle 7 Wellen. Das ist unglaublich textlastig. Danach bekomme ich immer wieder die Frage gestellt, wie kannst du dir so viel Text merken? Das ist halt mein Beruf, der mir Spaß macht. Ich frage mich das auch immer, wie kann man sich so viel Text merken? Aber ich kenne ja dein Geheimrezept, ne? Das Buch und das Kopfkissen legen. Ja, das reicht, so geht das dann direkt das Gehirn und das über. Deshalb macht man das doch auch, natürlich, oder? Natürlich. Dass das quasi nur so geht das. Und lässt du dich von deinem Freund auch abfragen, nach dem Motto, der liest dann gewisse Passagen? Das machen wir auch schon, aber am liebsten frage ich mich selbst ab, indem ich nämlich die Textpassagen des anderen auf Band aufspreche und das dann, während ich koche oder den Haushalt mache, sozusagen ein Hörspiel mit mir selbst führe. Mhm. Das ist am besten zum Lernen und zum Wiederholen. Genau. Und dann im richtigen Leben auf der Bühne richtig scheiße ist ja, wenn dein Gegenpart plötzlich den Text irgendwie vergessen hat, irgendwas durcheinander bringt, kann ich mir vorstellen, so Alarm im Kopf. Wie geht es jetzt weiter? Das ist ganz schlimm. Diese schwarzen Sekundenlöcher, in die man fällt. Die gefühlt aber Minuten dauern. Ja, die sind ganz, ganz schlimm und sind auch häufig. Aber ich habe so tolle Kollegen, auf die ich mich 100%ig verlassen kann, dass die aus diesen Löchern mit einer Improvisation hervorgehen, die mich dann nicht verwirrt, sondern wo man dachte, wow, das ist ja wie gerade bei Alle 7 Wellen, um beim Wasser zu bleiben, dass man dann durch den Abend surft auf ganz anderen Wellen, die man eigentlich rausgepaddelt ist auf seinem Paddleboard und dann sagst du, okay, dann gehen wir jetzt mal so und dann und dann sitzt die Soufflöse da hinten hinterm Vorhang und denkt, wo sind die gerade? Wir haben keine Soufflösen. Also wenn du da einen Blackout hast, in Worms, bei den Nibelungenfestspielen, also bei den staatlichen Theatern, da gibt es Soufflösen, aber bei Privattheatern, wie zum Beispiel bei Dieter Hallervordens Schlossparktheater, das müssen wir alles in der Birne haben. Da geht nichts, da gibt es niemanden, der einem was reinspricht. Okay, das heißt. Das muss ich vielleicht mal sagen, weil das wissen die wenigsten. Die denken, naja, da gibt es irgendwie doppelten Boden, nichts Trapez, nichts doppelter Boden. Das müssen wir alles in der Birne haben. Ja, das heißt aber auch, du hast es ja so angedeutet, es kann dann auch sein, dass du quasi in ganz andere Textdimensionen kommst. Irgendwie muss es am Ende wieder passen. Genau, ja. Das geht bei modernen Stücken, geht das einigermaßen. Bei Shakespeare ist das natürlich tödlich. Ja, von die Sprache dann plötzlich eine ganz andere wird. Alexandra Kamm, Schauspielerin bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Sie konzentriert sich auf ihre Haarnadel und grinst mich an. Alexandra Kamm, Schauspielerin, mein Gast bei Radio B2 in Chefsache Macher im Gespräch. Wir hören ja zwischendurch Deutschpop, Schlager bei Schlager. Bist du da begeistert oder sagst du, um Gottes Willen? Ich mag alten Schlager, also ich mag sowas wie Conny Fröbes und ist aus der Zeit deines Opas quasi. Ja, ein bisschen noch 60er Jahre da. Die mag ich sehr gerne. Ich mochte es auch sehr, wie sie damals angezogen waren, gekleidet waren und frisiert waren. Heute, muss ich zugeben, höre ich eigentlich nur alte Soul- und Motown-Funkmusik. Und die gibt es selten auf Deutsch. Die Kollegen von SWR3, öffentlich-rechtliches Radio aus deiner Heimat, Baden-Baden, die haben vor vielen Jahren schon was ganz Tolles erfunden, SWR3 Lyrics. Das heißt, da werden quasi englische Popsongs aufs Deutsche übersetzt. Damit geht ihr auch auf Tour, spielt das richtig. Eine großartige Sache. Und ich habe ja eigentlich gehofft, dass es hier ein englisches Lied gäbe, welches ich übersetzen könnte. Aber da ihr ja nur Deutsch spielt, kann ich das nicht. Ja. Ich könnte euch aber vielleicht einen Song von Pink, einen sehr schönen, den Text könnte ich jetzt geben. Und ganz dann, kurzes Stück. Ja, ganz probier mal. Ein neuer Tag, ein neues Herz. Ein neuer Tag und ich bin schon wieder zu spät. Eine neue Nacht, ein neues Herz. Und wieder einer in der Dunkelheit verschwindet. Dabei suche ich nach meinem Gegenstück, nach jemandem, der so tickt wie ich. Keiner sagt einem, dass man so schnell erwachsen werden muss. Und wie schnell sich die Dinge ändern. Und der Refrain heißt dann, ich wünsche mich so sehr in mein Kinderzimmer zurück,
wo ich einfach nur sitzen konnte, um mit meinen Barbie-Puppen zu spielen. Das ist Barbies von Pink. Toll. Wenn man den Song hört, denkt man, was ist dieser kraftvolle Song, der geht um ihre Kindheit. Es ist ganz toll, wie Texte eben auch im Deutschen, deutsche Texte sehr, sehr tief und wertvoll sein und können. Und deine Stimme, also ich bin ja glatt dahin geschmolzen, wie sich das anhörte. Aber guck mal, ich habe jetzt einen deutschen Text, den du bitte mal... Auf Englisch? Den du bitte mal auf Deutsch uns vorliest und mal gucken, wie es dann klingt. Mal schauen, ob die Hörer erkennen, um was es geht. Alexandra Kampf. Bitteschön. Ich finde die Idee super. Das finde ich ja jetzt toll. Jetzt muss ich gucken, ob ich mit meinen Kontaktlinsen das lesen kann. Moment. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht. Wie für uns beide gemacht. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut. So wie ein liebes Tattoo. Was das zwischen uns auch ist. Bilder, die man nie vergisst. Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos einfach raus. Deine Augen ziehen mich aus. Atemlos durch die Nacht, spüre, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, 1000 Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm, nimm meine Hand und geh mit mir. Alexandra Kamp und die Lesung von Atemlos. Ich bin atemlos. Das ist ja großartig. Ich habe den tatsächlich vorher noch nie gelesen, hast du ja gemerkt. Das ist ja, entsteht ja dann im Moment, das nennt man prima vista. Ja, genau, ich weiß. Und weil ich mir schon gedacht habe, dass du vielleicht keine Brille dabei hast, habe ich das auch wirklich richtig groß ausgedruckt. Das ist sehr gut, weil sonst hätte ich jetzt wirklich ein Problem gehabt. Alexandra Kamp, Schauspielerin bei Radio B2. Und jetzt hören wir uns das Ganze mal gesungen an von Helene Fischer und Atemlos. Nicht so gut wie dein Gelese. Atemlos. Genau. Deutschlands Schlagerradio. Großartiger Text, wirklich, wenn man den anders, einfach mal aus dem Konzept. Klar. Also, liebe Kontext, nicht aus dem Konzept, sondern aus dem Kontext rausreißen. Liebe Radio B2-Hörer, ich spreche gerade mit Alexandra Kamp darüber, wie Musiktitel wirken und wenn man sie ganz anders spricht und vorliest. Und sie sprach gerade von Howard Carpendale. Ja, ein Freund hat mir mal ein handgeschriebenes Gedicht gegeben und sagte, kennst du dich doch aus. Wer hat das geschrieben? War das Rilke oder war das Ringelnatz? Und ich dachte, ich habe es gelesen, dachte, boah, das ist echt schön. Ich glaube, das ist Rilke. Sagt er, nee, das ist Howard Carpendale. Dann geh doch. Also habe ich nicht gesagt, sondern so heißt der Titel. Ja, genau, dann geht er. Ist ein super Text. Genau, dann geh doch. Nein, du bleibst noch einen Moment hier. Ja, ist ein super Text. Und weißt du, das finde ich so toll, dass du das sagst, Alexandra, weil es ja so oft, das ist das Thema, mit dem ich mich immer wieder beschäftigen muss. Kann ich mir vorstellen. Oh, deutsche Texte, Bullshit, schlecht und so weiter. Und ich erzähle, das habe ich ja in dieser Sendung ganz oft erzählt, Beispiel Pink, sing Try. Ja, Riesenerfolg. Alle sagen großartig, du kennst das vielleicht von den Lyrics auch. Und dann kommt die deutsche Version in Adaption des englischen Textes von einer Supersängerin. Und dann heißt ja Schlager und so. Also, das ist auch eine komische Diskussion. Ich habe zum Abschluss, du musst leider schon gehen, noch Halbsätze, die du bitte vervollständigst. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn. Gar nicht mehr. Aber du hast noch einen, ja? Ich habe noch einen, aber den habe ich bestimmt seit 3 Jahren nicht mehr eingeschaltet. Okay, noch so ein Röhrenmodell wahrscheinlich. Nee, ist tatsächlich ein neuer, aber mein Freund hat darauf bestanden, einen neuen, aber ich gucke da nicht rein. Ich Livestream, Stream oder auf dem Handy, aber vor allem ganz schlimm ist ja Fernseher im Schlafzimmer, ne? Das ist ja irgendwie die Todeskeule für die Beziehung. Wahrscheinlich für alles, ist wahrscheinlich auch nicht gesund für die Hirnströmung. Ja, nee, aber wenn ich mal Zeit habe und auf dem Laptop mir was angucken kann, dann sehr, sehr gerne Reiseberichte. Okay. Du verreist sehr gerne, das weiß ich. Meine größte Niederlage? Ich glaube, das war das Soufflé letzte Woche. Gab es Ärger nach dem Motto, dass alles in sich zusammengefallen ist? Das Schokoladensoufflé ist in sich, ja. Das war ziemlich schade. Meine Schwäche ist? Das Essen. Essen
und essen. Ja, bei dir sieht man es nicht, im Gegensatz zu mir. Das ist so ein Quatsch, das ist Fishing for Compliments. Nee, aber weißt du, ich denke mir immer, boah, ich könnte den ganzen Tag immer nur essen. Es gibt so viele tolle Sachen, aber das geht ja auch nicht. Ja, also. ich habe das tatsächlich vor. Ich bin eine große, ich esse sehr gerne und ich esse sehr viel Fleisch und ich möchte es einfach mal als Selbstexperiment fange ich an im Und zwar fange ich tatsächlich im Februar an. Februar, März, April. Fleischzeit. Fleischlose Zeit. So. Tatsächlich will ich das mal ganz hardcore machen, vegan. Ich will das mal probieren, wie schwierig das wird für mich als leidenschaftliche Köchin. Dann kriegst du schlechte Laune wahrscheinlich. Kann sein, aber ich möchte es mal probieren. Ich möchte es mal probieren. Guck mal, ich gehöre zu den Leuten, die sagen, schade, dass man das bisschen Trinken nicht auch noch essen kann. Ja. Meine Geburtsstadt, was verbindet dich mit Karlsruhe? Ne? Gar nichts mehr, weil ich bin nur dort geboren und bin, glaube ich, 3 Tage später schon nach Baden-Baden mit meiner Familie. Es war nur, weil das Krankenhaus da noch, in der Nähe noch Betten hatte. Ja. Aber mit Karlsruhe, außer dass dort eine meiner besten Freundinnen lebt, leider gar nichts. Alexandra Kamp, die Schauspielerin im Theater, im Kino, im Fernsehen, mit den Lesungen unterwegs bei Radio B2. Alles Liebe, alles Gute für dich. Dankeschön. Und ich drücke die Daumen für die veganen 2 Monate. 3 Monate. Oder 3. Dankeschön, lieber Oliver. Tschüss. Tschüss. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio.